Ich shop my look, hier swipe up. Das Haus wurde so übergeben, also ohne ausgeräumt zu werden. Das war so der Deal. Ich habe gesagt, so, hey Leute, ihr könnt das alles hier lassen. Wenn wir das kaufen, wir kümmern uns um die Abwicklung. Jetzt zeige ich euch ein Mehrfamilienhaus, das wir seit langem mal wieder in den Bestand reingekauft haben. Das ist nur 5 Minuten vom Daimler weg hier in Stuttgart. Ich zeige es euch jetzt, kommt mit. Hier haben wir das Mercedes-Benz-Museum und da oben auf dem Berg ist das Haus, wo wir jetzt hinfahren. Und ja, es ist ein 6-Familienhaus, zentrale Lage, wie eben schon erwähnt, in Stuttgart, also ziemlich nah hier beim berüchtigten großen Automobilhersteller der Stadt. Ruhige Lage, so Familiengegend eher, ist nicht für Studenten geeignet, eher für so junge Familien oder Ingenieure, so Experts, sowas in die Richtung, genau. Ist ein bisschen was zu machen, ist renovierungsbedürftig, aber jetzt nicht richtig durch, also ist eigentlich ganz okay vom Zustand her. Ich zeig's euch. So, welcome to the hood. Jetzt sind wir hier im Haus. Es sind 3 Stockwerke, A2 Wohnungen. Im Erdgeschoss ist es zusammengelegt, im ersten Obergeschoss ist aktuell auch noch zusammengelegt. Im zweiten Obergeschoss ist es getrennt, da kann man so sehen, unten ist vermietet. Deswegen gehen wir jetzt erstmal ins erste Obergeschoss und schauen uns einfach mal hier die Wohnung an, wie es da so ausschaut aktuell. So, jetzt herzlich willkommen in der Wohnung. Das ist die Wohnung im ersten Obergeschoss, die ist alles zusammengelegt. Hier könnte man theoretisch ein bisschen was verändern von der Raumaufteilung, um mehr Wohnungen zu gewinnen. Also nicht mehr Wohnraum, sondern mehr Wohnungen. Jetzt fangen wir mal an hier vorne. Das ist so die erste. Denkt euch mal, hier könnte man zumachen. So, ja? Hier könnte man zumachen. Dann wird man hier, wo ich eben reinkam, wird man hier in die Hauptwohnung kommen vom ersten Obergeschoss. Hier könnte man zumachen, um dann von außen nochmal einen extra Zugang zu haben, damit man hier eine schöne Einzimmerwohnung hat. Weil Einzimmerwohnungen in Stuttgart, wenn ihr eine habt, eine Zimmerwohnung in Stuttgart, ihr wisst Bescheid, das geht weg wie warmes Semmeln oder sogar noch ein bisschen besser. Hier ist ein Badezimmer, ein kleines, das schon auch vorhanden ist. Hier ist eine Dusche. Klar, es ist jetzt keine nagelneue Dusche, aber es ist eine da und die geht. Das ist schon mal gut. Die Elektrik ist dreiadrig hier ausgebaut schon. Auch nicht schlecht, also das heißt, man hat schon einen relativ neuen Elektrostandard. Hier ist Waschbeckenanschlüsse. Muss man mal gucken, ob hier ein Abfluss oder irgendwas da ist oder so, aber wahrscheinlich kann man hier schon ein Waschbecken hinmachen, denke ich jetzt mal. Auf dem Grundrissplan ist hier noch eine Toilette eingebaut. Sollte theoretisch noch irgendwo ein Abwasserrohr sein, muss man mal gucken. Also hier ist auf jeden Fall die Möglichkeit, eine Zimmerwohnung zu machen. Schwierigkeit ist, hier, wie man hier reinkommt, so muss man gucken, wo man halt die Türe setzt, weil ich sehe jetzt gerade, als ins Bad, aber irgendwie kommt man bestimmt rein. Der Wohn-Ess-Bereich einfach so ist klein, aber immerhin eine eigene Wohnung. Manche mögen das lieber als eine WG. Hier ist noch so viel Zeug, das ganze Haus noch voll mit Klamotten, Möbel und irgendwelchem Inventar. Das Heizkonzept ist das Einzige, was man ein bisschen gucken muss, ob man das überarbeiten muss. Aber vielleicht geht es auch noch. Was ist hier drunter? Parkett reinballern. So, jetzt, wenn man das mal annimmt, das hier ist die Hauptwohnung, ist hier nochmal ein anderes Bad, ein eigenes. Kleines Bad mit Boiler. 152 Liter. Küche. Küche hier, die Küche schaut echt so aus. Also die ist übelst alt, so ich würde mal schon sagen 30, 40 Jahre ist sie alt. Aber die schaut halt einfach so aus, als ob, keine Ahnung, die neu ist, aber halt alt, nie benutzt worden. Hier schaue ich das mal an. Top gepflegt einfach alles. Also es hat da schon so einen krassen Hipster-Style irgendwie. Viele Möbel sind noch drin. Bisschen hier Kenwood. Ein Mixer. Herd, alles da. Also alles da. Kühlschrank. Jetzt ist halt die Frage, ob man hier jetzt, wenn man vermietet, die Küche raus oder ob man die drin lässt. Weil ich sag mal so, eigentlich ist es noch gut, es geht alles, ist halt aber nicht mehr top neu. Weiß nicht genau, bin ich ein bisschen verunsichert, wenn ich sowas sehe. Auf der einen Seite juckt es mich im Finger, das richtig zu sanieren, richtig geil. Auf der anderen Seite ist halt noch gut genug zum Benutzen, weil ich meine, hier ist sogar noch Pudding im Schrank, schau.
Weiß ich halt nicht, ob es sich lohnt, hier die Wohnung zu sanieren. Was meint ihr? Würdet ihr jetzt die Wohnung sanieren zum Vermieten oder würdet ihr es so lassen, wie es ist? Ja, ist halt immer die Frage, was ist jetzt das Richtige und was ist falsch. Also ich bin mir auch nicht immer sicher, ob ich sanieren soll oder ob ich so vermieten soll. Ich überlege halt immer so eine Bauchentscheidung, was halt dann gemacht wird. Genau, hier ist ein Schlafzimmer. Alles da, was man so braucht. Wirklich alles da. Das hier ist Schlafzimmer mit einem Zugang auch zum Balkon. Den zeige ich euch gleich von der anderen Seite. Heizung hier, Gas, Kachelofen, also so ein Kachelofen mit Gas, wo man halt in den Zimmern so Lüftungsschächte aufmachen kann, dass so warme Luft rauskommt. Ist auch ein bisschen veraltetes Heizkonzept, das ist halt das Ding, ne? Hier ist der Kachelofen, hier. Hier ist er. Weiter geht's mit der Toilette. Okay, ich muss nur kurz ans Telefon. Hier ist das Bad. Mit dem Klo, kleines Badklo mit Druckspüler. Wenn ihr Druckspüler habt in einer Wohnung, müsst ihr aufpassen, wenn irgendwo im Haus nochmal ein anderer Druckspüler ist und ihr irgendwo saniert und ihr habt einen Baustopfen drin und der Baustopfen ist da länger drin. Manche lassen irgendwie einen Baustopfen immer drin, so irgendwie Unterputz, um irgendwas zu verschließen. Und ihr habt Druckspüler im Haus, dann kann das mal einen Baustopfen raushauen. Das gibt richtig harte Wasserschäden, habe ich jetzt schon mal erlebt. Weil ein Handwerker Unterputz irgendwo einen Baustopfen drinnen gelassen hat, also hinter irgendeiner Gips-Trockenbauwand. Be careful, glaubt mir das. Hier wohnt Essbereich, also Essbereich hier, eine schöne Aussicht. Schön ins Stuttgarter Kessel rein. Hier habe ich die ganzen Schlüssel von dem Haus hingelegt, weil die so viele sind, dass man die alle die Übersicht noch hat. Ja. Und zu guter Letzt, der Balkonie. Enjoy the view. Jetzt gehen wir zur nächsten Wohnung hoch. Was hier ganz geil ist in dem Haus, im Treppenhaus gibt es für jede Wohnung die eigene Haustechnik, also ist Elektrik und Gas. Kann ich mal reinführen hier. Ist pro Stock, also hier kann man sogar zwei Gaszähler noch einbauen, wenn man will. Und dementsprechend ist es halt relativ easy, eine Wohnung nach der anderen zu renovieren. In manchen Mehrfamilienhäusern ist halt das Problem, man kann nicht renovieren, weil halt alles vermietet ist. Und es ist halt ein bisschen problematisch. In dem Fall hier kannst du schön eine Wohnung nach der anderen ohne Stress. Also keine Verpflichtungen fürs ganze Haus. Halt. Alles schön. Separates. Hier sehen wir jetzt, das ist ein bisschen andere Aufteilung. Das sind jetzt zwei Türen. Also es ist eigentlich der gleiche Grundriss wie unten, nur ein bisschen anders aufgeteilt. Hier ist dann nochmal eine schöne Einzimmerwohnung. Ein Zimmer hier, Schlaf, Esszimmer mit Gasofen. Das ist ein Klo, Toilette. Und ich glaube, wo wir jetzt hier stehen, hier ist drunter die Dusche, in der Wohnung drunter. Deswegen ist es ein bisschen tricky. Hier ist der Eingang, drunter ist hier die Dusche, wie man das genau so macht, damit man halt die maximale Wohnungsausschöpfung hat. Aber geht schon irgendwie. Hier ist nochmal ein Raum hier. Also hier hinter der Tür ist nochmal ein Raum, also mit Wasseranschlüssen und Abwasser. Theoretisch könnte man hier die Dusche einbauen, wenn man möchte. Oder die Küche, aber ich würde sagen, hier Dusche rein, Küchenzeile hier, so eine ganz kleine Kochnische mit einem ganz kleinen Spüle, weil man mietet sowas irgendjemand, der halt eh nicht oft zu Hause ist und die Leute essen meistens eh auswärts. Deswegen würde ich hier eine kleine Küchenzeile, wo ein Essbereich hier und Dusche links, Toilette rechts. Weiter geht's in die nächste Bude, herein in die gute Stube. Ja, die hat so um die 60 Quadratmeter hier. Ach genau, die unten hat 90, ungefähr 100 oder 90. Licht aus, ja, immer machen. Hier ist 60, drüben 25, 20. Ist hier ein bisschen weniger wegen den Dachschrägen. Also Grundfläche ist gleich, aber die Wohnfläche nicht, weil man muss ja ein bisschen was abziehen. Hier schöner, relativ neuer Durchlauferhitzer für Warmwasser. Waschmaschine ist auch noch da geblieben. Edelste Geschichte. Küche. Hier fehlt ein Herd, also hier ist kein Herd eingebaut in der Küche. Da war wahrscheinlich irgendwie so eine Platte hier gestanden oder irgendwas. Auf jeden Fall ist hier kein Herd. Aber dafür ein Kühlschrank.
Hier ist das Schlafzimmer auch noch komplett mit Möbel voll. Ich glaube, hier war der Bossanzug. Okay, zu dem ganzen Zeug hier. Also, ey, geiles T-Shirt, oder? Sag mal, wie steht mir die Mütze und das Shirt? Rate my look. Shop my look. Hier swipe up. Nee, Spaß. Also, warum sind die ganzen Sachen hier? Das Haus wurde so übergeben, also ohne ausgeräumt zu werden. Das war so der Deal. Ich habe gesagt, so, hey Leute, ihr könnt das alles hier lassen, wenn wir das kaufen. Wir kümmern uns um die Abwicklung. Das war irgendwie so eine Verkäuferin, die halt das nicht ausräumen wollte. Dann bin ich halt auf die eingegangen, habe gesagt, ich mache das. Also auch oftmals ein Verhandlungsgeschick, weil die Leute haben halt einfach keinen Stress mehr damit. Ich sage, ich mache das, ihr müsst nichts machen, holt euch das Zeug raus, was ihr wollt, und wir kümmern uns um den Rest. So. Ich fühle mich echt gut mit dem Shirt. Am Wohnzimmer hier. Genau. Und hier haben wir wieder genau den gleichen Ofen wie unten. Das ist so ein Gas-Kachelofen, der mit Heißluft alles beheizt. Also vom Wirkungsgrad her sind die relativ gut, weil es gibt halt nicht so 10 verschiedene Übergänge. Also bei einer normalen Heizung wird im Keller das Wasser erhitzt. Das Wasser geht durch die Leitungen hoch in die Wohnung. Da hast du Wärmeverlust beim Übertrag von Gas zu Wasser erhitzen, dann hast du Wärmeverlust vom warmen Wasser hoch in die Wohnungen und dann geht es halt in die Heizkörper rein. Da hast du ein bisschen Verluste, also große Verluste. Hier kommt das Gas in die Wohnung, wird verbrannt und die Hitze ist direkt dort, wo sie gebraucht wird. Deswegen, von der Heizwirkung her, sind die Dinger gar nicht so schlecht. So, ja? Es gibt halt manchmal so eine Abgasthematik. Schau, hier kannst du so auf und zu machen, dass warme Luft rauskommt und auch nicht. Und deswegen Abgasthematiken gibt es manchmal, aber vom Wirkungsgrad und Hitzeentwicklung eigentlich ganz nice. Hier ist nochmal so ein kleines Zimmer. Hier ist auch der Boden noch ganz gut. Also oben, hier wurde nicht so viel gewohnt, so wie es ausschaut. Hier ist der Boden deutlich besser als unten. Hier ist die Terrasse undicht, deswegen habe ich jetzt mal gerade noch ein Bild gemacht. Da drückt ein bisschen Wasser hier rein, so. Hier so. Deswegen tun wir da noch ein bisschen abdichten jetzt. Also wird wahrscheinlich der Balkonbelag komplett wegkommen. Neuer Balkonbelag drauf und wieder abgedichtet, genau. Ja, so um das Ganze nochmal hier Revue passieren zu lassen. Wir haben das Haus gekauft in einem Bestand. Wird langfristig vermietet, also mindestens 10 Jahre. Die Wohnungen werden jetzt vielleicht unten noch ein bisschen aufgeteilt, dass man eine Einzimmer, eine große hat. Hier eine Einzimmer, eine große. Unten ist ja eh langfristig vermietet alles. Deswegen schauen wir mal, wie wir das aufteilen. Und hier habe ich mir tatsächlich überlegt, ob ich in die Dachgeschosswohnung, in der wir uns gerade befinden, ob ich da mal einziehen soll für eine Zeit, um halt hier direkt in Stuttgart im Zentrum zu wohnen, um halt hier ein bisschen besser agieren zu können, was den Dealflow angeht. Und ich bin halt schnell an der Besichtigung, das ist halt gut. Und ich kann halt jeden Tag mehrere Besichtigungen dann machen. Da bin ich jetzt gerade am Überlegen, ob ich das mal eine Zeit lang mache. Und ansonsten freue ich mich über euer Feedback und schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu dem Objekt, wenn ihr irgendwelche Sachen noch sehen wollt oder so, die wir jetzt vielleicht nicht so genau drauf eingegangen sind, dann zeige ich das euch noch. Ist noch eine Garage mit dabei, Stellplatz und ein großer Garten, aber das ist nicht gemäht, deswegen sind wir da nicht hin. Aber in diesem Sinne, Peace, macht's gut. Okay.